So. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sans und wir spielen Elden Ring. Ja, auch der hat mich wieder ein paar Tries gekostet, aber ich finde eben das Prinzip gar nicht schlecht, dass wir das so machen, dass wenn wir an einem Boss scheitern, ich einfach das nächste Mal so lange übe, bis ich ihn kaputt habe und damit dann das Video zur nächsten Folge einleite. Ja, wir haben ja was bekommen. Was war das nur? Moment. Nee, das ist nicht von dem Kollegen. Das auch nicht. Spötterzunge, die haben wir bekommen, ne? Lockt Eindringlinge an. Keine Ahnung, wozu wir das wiederum brauchen. Ja. Okay. Wir kommen jetzt nur auf der Seite raus, ne? Obwohl, hier sind jetzt auch die Türen offen. Die waren, glaube ich, vorher zu, oder? Bin mir gerade nicht so genau sicher. Nee, schaut mal, hier waren wir noch nicht. Aha. Verschlüsseltes Pater. Hier, oh hier, was ist das jetzt wieder? Ist das eine Waffe? Ja, tatsächlich, das ist eine Waffe. Ein Schnittstich, eine reine Glaubenswaffe, unblockbare Klinge. Die macht nur heilig Damage. Das ist ja natürlich auch eine spannende Geschichte, aber 30 auf Glaube, das ist ein bisschen too much. Das kriege ich, glaube ich, so nicht gehandelt. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 3600 Punkte. Das heißt, wir können oben definitiv erstmal noch Pünktchen vergeben. Ich habe auch nochmal ein bisschen was an den Soundeinstellungen rumgefixt. Man kann im Menü nämlich doch die Stimmen ein bisschen höher schalten. Ich muss das jetzt mal in den kommenden Folgen ein bisschen ausjustieren, dass wir natürlich die Dialoge auch gut verstehen, also ihr im Video und aber die restlichen Soundeffekte noch nicht zu laut sind. So, jetzt gehen wir aber noch mal gucken. Gab es hier noch eine andere Tür? Nee, ne? Ja, und wegen den ganzen Sachen, die ich hier so finde. Ihr seid gerne eingeladen, wenn ihr es wisst, in die Kommentare zu schreiben, wozu was gut ist. Ich werde zwar auch immer noch mal ein bisschen im Internet nachlesen, denn letzten Endes, ja, ich habe keine Ahnung, ob mir das jetzt hier irgendwas bringt. Klar, man könnte das jetzt natürlich irgendwie, vielleicht ist das eine Art Range-Spot, kann das sein? Vielleicht sollten wir das, was haben wir denn hier? Das hier brauchen wir zum Beispiel nicht, ne? Hier können wir umschalten, kann man das vielleicht rausnehmen und nehmen hier diese Spötterzunge rein. Ich denke, das wird einfach nicht überall funktionieren, aber ja. So, hier kann man nichts öffnen. Wir gehen einfach wieder hoch zum Eingang zurückkehren. Jawohl. So, und dann sind wir wieder hier oben. Konnte ich hier ich glaube, hier gab es keine wirkliche Gnade, ne? Oder? Musste ich da mit jemandem quatschen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ah, okay. Der hat uns diese Dinger verkauft, das war auch klar. Und hier kamen wir nicht rein, ist blockiert. Okay, also können wir hier tendenziell eigentlich gar nichts machen. Wir können nur über die Karte gehen. Ach du Schreck, wir sind ja wirklich am Arsch der Heide. Schaut mal, hier ist ein Fass im Wasser. Wo wollen wir denn eigentlich als nächstes hin? Ich glaube, hier waren wir als letztes. Da können wir hinreisen und können uns erstmal noch einen Punkt gönnen. Und ich glauben ist gut. Ich würde mal schauen. Also, mein grundsätzlicher Plan ist es, mir gefällt das mit dem Schwert, so wie wir das haben, eigentlich ganz geil. Aber es gibt da noch so ein paar
Ja, um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht so richtig sicher. Ich denke, man kann ganz, ganz vieles probieren. Und so wie ich das rausgekriegt habe, klar, levelt man. Aber irgendwann, also man kann tendenziell, glaube ich, alles sogar bis ins Hardcap leveln, was wohl 99 Punkte sind. Das kriegt man theoretisch hin. Man braucht bloß irgendwann immer mehr und mehr Runen. Aber von daher finde ich es vom Prinzip gar nicht so schlimm, wenn man mal an irgendeiner Stelle einen Punkt zu viel oder zu wenig vergeben hat. Deswegen würde ich jetzt mal kurz ganz nachschauen, was hatten wir nochmal an Items, Ausrüstung. So, für das Ding brauchten wir Geschick. Hierfür brauchen wir Arkan. Für die brauchen wir Glaube und Stärke. Und hier brauchen wir nur Glaube. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt auf Glaube gehen würde. Das ist jetzt, denke ich, nicht so das Primäre. Aber ich könnte mir Arkan und Geschick könnte ich mir auf alle Fälle vorstellen. Und von daher würde ich jetzt mal... Ich meine, wir haben 19 Stärke. Ich weiß gar nicht, gibt der Blutverlust? Mit was skaliert das? Skaliert das nicht auch mit Arkan? Das steht nicht so richtig dabei, ne? Aber das würde ja dann wahrscheinlich bedeuten, dass auch das Katana mit Arkan skaliert. Und das tut es ja nicht. Von daher, wir stecken einfach jetzt mal einen Punkt in... Ja, wir sollten schon das Gleichgewicht halten, ne? Wir haben ja schon 15 Geschick. Vielleicht geben wir mal einen Punkt in Kondition. Ich weiß, jetzt drifte ich komplett ab. Aber ich denke, Vitalität und Stärke sowie Geschick sollte man etwa auf einem Level halten. Von daher würde ich wahrscheinlich immer eins hochleveln. Dann erstmal Kraft und dann Geschick. Das heißt, ja, wir machen das jetzt und Konditionen immer so ein bisschen in einem Level halten, sodass es passt. Denn das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir das mitnehmen. Dann steigern wir unsere maximale Ausrüstung, Gewicht, weil wir ja auch tendenziell. Wir kriegen bloß einen Ausdauerpunkt dazu. Das ist natürlich mickrig, ne? Aber gut, sei es drum. Wir gucken einfach mal. Wir werden das schon hinkriegen. Dadurch, dass wir viel erkunden, habe ich irgendwie ein bisschen auch das Gefühl, dass wir natürlich vom Level her eigentlich auch immer ganz gut dabei sind. So, und jetzt schauen wir mal hier lang. Also hier könnte man runtergehen. Was ist da? Wir könnten mal noch bei der 3 gucken, was da los ist. Ist das? Ne, die 3 ist hier oben. Hier sind wieder irgendwelche Dudes. Mit denen lege ich mich einfach mal an. Das kann ja nicht so schwer sein. Also die normalen Trash-Mobs, die können echt nix. Außer sie schießen mit dem Bogen. Dann natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Goldene Runen nehmen wir mit. Ja, und ich habe mir auch überlegt, wenn wir Bosse angehen sollten. Oh, hier sieht es schon wieder so aus, als würde es auch einen Boss geben. Aha. Vorsicht vor Schwertkämpfer. Okay. Ruinenfragment, okay. Kriegen wir wahrscheinlich bei allen hier, hä? Ja, okay, alles klar. Die machen gar nichts. Okay. Parieren versuchen. Ah, ich weiß nicht. Starker Feind. Talent voraus benötigt. Seid ihr bereit? Okay, alles klar. Ich glaube, das wird wieder ein Boss. Wir schauen uns den Spaß auf alle Fälle an. Da leuchtet was. Da ist einer.
Wir gucken uns erstmal an, was der so kann, ne? Okay, der kann beamen. Oh, 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 oh. Respekt. Ihr kennt das von mir. Jetzt kann ich wieder drauf. Zack. Hat er mir wieder eine verscherbelt. Und dann bin ich auch schon down. Okay, also den würde ich auf alle Fälle nochmal probieren. Der sieht gar nicht so kompliziert aus. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass ich euch natürlich in den Videos nicht stundenlange... Marikas Pfahl war, glaube ich, hier. Derbe Orgien aufzwingen möchte. Also ich glaube, alles so was in dem Bereich 3 bis 4 Twice fällt, kann man sich noch ganz gut in dem Video angucken, aber alles andere wird dann auch langweilig. Und wir wollen ja auch ein bisschen die Story erleben. Von daher würde ich da eher an der Stelle Schnitte machen und gegebenenfalls vielleicht wieder mal einen Zeitraffer einfügen oder irgendwo sowas in der Richtung. Müssen wir mal gucken. Ihr könnt das aber auch gerne mal schreiben, wie das andere machen. Oder ob die einfach nur alles one-shotten. Jetzt hätte ich ihn gekriegt. Der frisst auf alle Fälle schon ganz gut Damage. Oh. Teilt aber auch richtig gute Schellen aus. Ja, das mit dem Saufen, das ist echt so eine Sache. Da war es auch schon um ihn geschehen. Immer eine gewisse Aufregung hier in den Kämpfen. Das ist schon was Cooles. Okay, war letzten Endes nicht so schwer, aber das ist, manchmal hat man halt einfach Glück, manchmal nicht, ne? Aber letzten Endes ist das das, was mich gerade auch so ein bisschen reizt. Ich weiß nicht warum in den vorhergehenden Teilen, aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, den Dark Souls-Teil nie wirklich eine Chance gegeben. Das war das Problem. Bluthund-Reißzahn. Braucht auch mehr Geschick. Sieht aber schon echt nice aus. Und löst Blutverlust aus. Das ist ein Schwert. Da habe ich Bock drauf. Guckt mal, Geschick C. Okay, Freunde. Also ich würde sagen, Kommando rückwärts. Das Ding will ich anziehen. Das sieht richtig, richtig nice aus. Finesse des Bluthunds klingt auch echt cool. Und die Skalierung ist geil. Von daher glaube ich, das wird unser nächstes Schwert. Wenn wir das mal vergleichen. Moment, wo haben wir das hier? R, genau. Also wir kriegen... Ja, bis 12. Ist halt schwerer, ne? Ist, glaube ich, ist ein Großschwert. Also ist auf alle Fälle für zwei Hände geeignet. Aber das wird richtig Bums machen. Und das wäre durch die Bank weg, wäre das ein echt geiles Ding. Und so viel braucht man dafür nicht. Von daher... Ja, würde ich sagen, wir müssen Punkte farmen, Runen. Wir haben 3200 und ich würde sagen,
Wir schauen mal, was es hier noch so gibt. Da sind die Kollegen wieder am Start. Mit denen will ich mich jetzt nicht nochmal anlegen. Das ist gar nicht notwendig. Aber... ja. Wir haben eh keine Flaschen mehr, von daher... Oh, da unten ist die Party wieder am Start. Wo war denn hier? Wo war denn hier? Bin ich doof? Okay, einmal umdrehen. Nach rechts. Da. Da ist die Gnade. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele Punkte wir jetzt brauchen. Schon 2,8. So, das wäre der erste Punkt in Geschick. Und der nächste, den wir brauchen, sind 3,1. Das heißt, wir müssen jetzt mal noch 2500 farmen, denn ich will dieses Teil anziehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Wir rennen von Anfang an mit dem Katana rum, aber ich brauche mal wenigstens ein bisschen Abwechslung, um zu sehen, was das so bringt. Wir gehen mal hier zur Straße und schauen mal, was hier so für Kollegen rumrennen. Denn hier reitet die ganze Zeit so eine Patrouille. Und das sind irgendwelche Zombie-Kollegen. Mal ab hier. Die schießen auf mich. Ich glaube ja, wo mein Schwein pfeift. Freunde, so... Oh. Okay. Stell mich wieder an wie der erste Mensch hier. Rittnerkampf ist nicht so meins. Das muss ich wohl noch ein bisschen üben. Okay, den hat es erstmal jetzt abgemountet. Auf alle Fälle noch mal ein bisschen. Okay. Da war es um ihn geschehen. Ich glaube, die machen uns auch nicht viel Sorgen. So. Ja, wieder keine Glanzleistung, aber naja, so ist das halt. Okay, da rennen auch noch ein paar Kollegen rum. So. Alles schön looten. Eine Rova-Rosine. Ist wieder so eine Reiterhorde. Ich glaube, ich möchte den unberitten bekämpfen. Das arme Pferd kann gar nichts dafür. Das trifft, hä? Hätte ich doch richtig dodgen sollen. Okay. Mich zu dem Magier irgendwie hoch? Wahrscheinlich. Hallo? Kollege, Mann! Von hinten. Denn der nervt. Und dann müssen wir hier rüber. Schriftrolle des Königshauses. Okay. Was haben wir denn links jetzt eigentlich schon alles für Symbole? Das ist schon echt ganz schön krass. Wir könnten hier mal unsere... Ich hab doch diesen weißen. Warum?
Da ist dieser weiße Grabstein. Ich dachte, ich kann die Hunde verwenden, wenn ich den Grabstein habe. Ach, wisst ihr, warum das nicht geht? Weil ich nicht genügend Stuff habe. Ja, so ist schon schicker, oder? So, und jetzt können wir hier nämlich nochmal loslegen. Dulden. Oh, hat er mich erwischt? Schon wieder irgendwo ein Magier. Da oben, oder? Ja. Au. Wo sind die Wölfe? Aber die Zombies. Nee. Wir müssten eigentlich zurück. Das überleben wir sonst nicht. Hier ist so ein Hochhüpfding. Kann gerade im Kampf nicht in die Karte schielen. Ja, wir lassen mal das Lager noch kurz stehen. Zack. Und Sternlichtsplitter. Okay. Tja, ich weiß nicht mal, wo die nächste Gnade ist. Ah, hier runterhüpfen macht auch, glaube ich, recht wenig Sinn. Gibt es hier denn noch irgendwas zu looten? Da sind noch so kleine Sachen, ne? Okay. Ja, dieses Gefühl, wenn man nichts hat. Ja. Ich hab's geahnt. Wenn man nichts mehr an Leben hat, dann kämpft man noch mal ein bisschen vorsichtiger. Aber ja, wie ihr seht, hilft uns auch nicht weiter. Wir müssen zum letzten Ort der Gnade. Und jetzt haben wir natürlich wieder allerbestes Wetter erwischt. So. Gut, dann kümmern wir uns jetzt aber ganz exklusiv um das Lager. Ja, wir müssen natürlich trotzdem die zwei Magier irgendwie ausschalten, eigentlich primär. Die hier so rumstehen. Das heißt, da einfach reinzureiten macht relativ wenig Sinn, denke ich. Hier ist ein... Ist das so ein Marikas Pfahl? Ich glaube, ne? Das Spiel hat ein bisschen was von Assassin's Creed hier mit den Lagern, die man leer räumen muss. Ja, der hat mich entdeckt da oben. Der schmeißt schon seine Scheiße und ich krieg's nicht hin zu dodgen.
bin ein Noob. Ich lass mich natürlich erwischen. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Oh Mann, und jetzt sind meine Runen wieder alle weg, weil ich gerade schon Runen hatte. Ja, hat sich natürlich jetzt wieder richtig gut gelohnt. Das Spiel hasst mich. Ja, da kann ich natürlich dann verstehen, wenn die Leute gefrustet sind. Wir hatten schon wieder so viele Runen zusammen. Nein. Okay, jetzt bin ich stinkig. Gehört zum Spiel dazu, ich weiß, aber... Naja, man lernt daraus. Also, das heißt definitiv, egal was hier unten so rumparkt. Das nützt mir eigentlich jetzt nichts, ob ich jetzt hier die 64 Runen noch einsammle oder nicht. Macht, glaube ich, auch keine... Spielt, glaube ich, auch keine große Rolle. So, Freundchen. Du bist jetzt mal schön Geschichte. Ist mir so auf den Sack, ey. Okay. Oh. Ich hab noch gedacht, der kommt bestimmt gleich. Diese Arschgeige. So, ihr merkt, ich bin geladen. Deswegen fackeln wir jetzt hier auch gar nicht lange rum. Wird jetzt nur noch annihiliert. So. Wie war denn das eigentlich? Großschwert des Getreuen? Das konnte man anziehen, ne? Ach nee, das ist nur ein normales Schwert des Getreuen. Ah, den kann ich mittlerweile anziehen, hä? Stimmt. Das können wir mal probieren. Okay. Mal schauen, ob das Ding Damage macht. Na, von der Seite nicht. Hier rüber. Das könnte klappen. So. Haben wir die erstmal erlegt. Das ist natürlich eine ganze Ecke langsamer, das Ding. Fällt mir irgendwie nicht, ist ein bisschen sehr langsam das Teil. Es macht Damage, aber gefühlt auch nicht mehr Damage als unser Katana. Da kam auch nicht mehr zum Pusten hier, der Kollege. Okay. Das ist noch ein großer. Okay. Weil die kleinen, die sind ja... Cool ist es... Also es hat alles so sein gewisses... Hm.
würde sagen... Goldene Rune? Okay. Das sind noch zwei von denen. Ja, ich ziehe trotzdem mein Katana wieder an. Das ist flinker. Und somit gefällt mir das doch deutlich besser. So, vielleicht kriege ich nur den, genau. Viel das doch ausmacht, ob man gut was sieht oder nicht. So, gleich mal noch Mana vollhauen. Ich habe keine Ahnung, ob wir den von hinten erdrosseln können. Aber das ist, ne, ich meine, man wird halt, in anderen Spielen kann man einfach drauf loskloppen und hier muss man halt wirklich taktisch angehen, aber es macht auch so viel Spaß. Ja, mit der Gruppe da unten, ich weiß nicht, hat die mich jetzt gesehen? Nö, die drehen wieder um. So, jetzt will ich aber hier fetten Loot sehen für die Strapazen. Ein großer Degen. Okay, Degen. Ist ein Degen was wert? Kann ich mit einem Degen irgendwas Cooles anfangen? Zumindest kann ich ihn anziehen. Der macht schon ein bisschen mehr Schaden. Macht aufspießender Stoß. Okay, 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 okay. Scheint etwas besser zu sein. Wie ist denn das? Kann ich nicht eigentlich auch... Ah, ja, das geht. Das geht. Okay. Aber ich glaube... Ich habe keine Ahnung, inwiefern beidhändiger Kampf cool ist. Das weiß ich nicht. Wir probieren uns mal an irgendeinem... 1500 Punkte. An dem da unten, an dem Reiter. Steht hier noch rum. Das sind auch bloß Zombies. Ist auf alle Fälle eine ziemlich coole Geschichte. Hat was für sich mit so einem Degen. Macht auch, denke ich, gar nicht so schlecht Schaden. So, jetzt will ich aber noch ein paar Punkte haben. Wir sind ein bisschen... Na, wir haben noch Heiltränke, ist alles gut. Wir können noch ein bisschen durchziehen hier. Wenn man das gut beherrscht, ist, denke ich, der berittene Kampf um einiges einfacher, gerade bei so einfachen Mobs. Hier ist eine Brücke. Hier geht's noch weiter unten. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, ne?
So, das Siegelgefängnis des Bluthundes, genau, das haben wir geklärt. Hier war jetzt, wie gesagt, diese, die Gnade. Ich weiß nicht, hier hinten müssten wir dann vielleicht nochmal so ein bisschen die Ecke abgrasen. Aber ich würde mal hier lang gehen. Ja, tut mir leid, die Folge wird wieder ein bisschen länger, aber ich will euch zumindest noch das. Das eine Teil, das will ich gerne anziehen, da habe ich Bock drauf. Okay, also Degen ist auch definitiv eine coole Geschichte. Wow! Okay. Wir können ja vielleicht nochmal drüber reden. Ich habe einen Dolch gefunden. Okay, was waren da? Wie viele waren das hier? Können wir direkt dran vorbeireiten? Wie gut, dass die... Das ist krass, ne? Am Anfang hat man so... Oh, Steinschwertschlüssel. Das ist cool. Am Anfang hat man solche Probleme mit diesen Mobs teilweise gehabt. Und jetzt nimmt man die einfach nur auseinander. Natürlich, klar, daran liegen. Man ist wesentlich besser im Level, ne? Au! Ich hab gedacht, ich kann ihn einfach wegquitten. Aber dem war nicht so. Ich glaube, da drüben ist wieder so ein bisschen Staub. Das ist bestimmt eine Gnade. Wie sieht's aus? 2, 3. Wir kommen der Sache näher. Freunde. Okay, sehr schön. Dann tanken wir hier jetzt auf alle Fälle nochmal wenigstens ein bisschen Lebensenergie, bevor wir jetzt die letzten Punkte noch zusammenkratzen. Da sitzt eine Olga. Okay. Hallo, Olga. Hello. Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? Oh, die ist blind. My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Mhm. So, warte mal, ich quatsch gleich mal weiter. I fear for father's life. The servants are full wrath. Filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him to be safe. Thank you, dearly. Then please, take this. Deliver it to my father, who remains in the castle, if you please. Okay, ja, Postbote. Können wir machen. Kein Problem. Hier sind viel... Oh, da ist wieder ein großer. Was sagen die Nachrichten hier? Kristall voraus, okay. Der Dicke sollte tendenziell auch kein Thema sein. Das wären auch die Punkte, die wir noch bräuchten. Aber... Hier sind noch ein paar mehr Kollegen, die wir auf alle Fälle uns vorher noch
vornehmen müssten, denn ich habe keinen Bock. Mit dem muss ich ja dann doch ein bisschen dodgen. Okay, die scheinen Bestienblut. Scheint auch nicht das größte Problem zu sein. Gucken wir mal, was der im Nahkampf macht. Okay. Ah, der war noch nicht tot. Okay. Also, Degen ist cool, hat nicht so viel Style wie das Katana, zumindest finde ich das. Aber das ist ja auch einfach nur Geschmackssache. Wir sind zwei, ne? Drei sogar. Vielleicht, wenn ich den einfach hier... Der hat Flügel, oder? Okay. Na, die haben das zum Teil gerafft, aber noch nicht ganz hundertprozentig. Der hier, der hat's gerafft. Okay, das sind schon mal ein paar weniger. Zwei Schmiedesteine, die nehmen wir auch mit. Goldene Runen, wo ich keine Ahnung habe, wozu die gut sind. So, hier haben wir wieder einen Morgenstern. Okay, und jetzt die große Preisfrage. Ah, ne, wir gehen erstmal hier rüber. Kümmern uns um das Hündchen hier. Schlecht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und daran habe ich gerade nicht sehr viel an den Tag gelegt. So, das sind jetzt drei Köter. Hab ich... Das war eine schlechte Idee. Na, ah, down. So knapp. Wir sind wenigstens hinter der Brücke. So, wo war das lang? Was ging das hier rein? Da saß die Uschi, genau. De facto ist, wir würden jetzt ohne Riesen sogar unsere Runen zusammenbekommen. Sofern wir an unsere Runen rankommen, ohne zu sterben, das wäre jetzt wirklich dämlich, wenn wir jetzt abkratzen. Aber vielleicht können wir auch einfach lebensmüde durchreiten und die einmal aufsammeln. So. Hier kann ich Hunde rufen. Das ist geil. Den müssen wir uns gar nicht anlegen. Easy peasy. Vielleicht können wir die da hinten auch erstmal stehen lassen. Hier ist noch ein...
sind schon ein bisschen OP, das kann man definitiv sagen. So, ich glaube, wir haben den anderen nicht gepult, von daher können wir uns an den hier vergehen. Und hoffen. Was die ihr Übriges tun. Ja, sehr gut. Einer weniger. Zwei weniger. Ja, und der dritte geht auch gleich drauf. Okay, der ist auch durch. Dann sitzt da jetzt noch ein Kollege. Wir haben 3-2. Eigentlich würde es reichen. Die spawnen die Hunde eigentlich oder bleiben die so lange da, bis der Kollege kaputt? Okay. Ja, wir machen den Ding jetzt trotzdem. Zur Not pullen wir den zurück. Okay, der macht natürlich jetzt Hackfleisch aus unseren Kötern. So, jetzt ist er, glaube ich, sauer. Ah, ich habe das Gefühl, ich mache weniger Schaden wie mit dem Katana an dem. Es war natürlich klar, dass ich genau jetzt drauf gehe. Okay, gut. Wir haben mal drüber gesprochen. So, aber das ist ja auch nur, damit wir uns jetzt dann gleich nochmal die Runen holen können. Und anschauen, wie das dann mit dem anderen Teil ist. Denn das will ich noch sehen. Deswegen sind wir hier. Eigentlich verrückt, ne? In der ersten Folge sind wir schon von dem Weg abgekommen, wo wir eigentlich hin sollten. Und wir haben es geschafft, uns jetzt sechs Folgen lang drum herum zu mogeln, durch diesen Torbogen zu gehen, weil wir einfach nur ein bisschen in der Gegend rumcruisen. So. Also, dann gibt es jetzt erstmal noch einen dicken Punkt in Geschicklichkeit. Zack. So. Level 22, das ist doch schon mal ganz anständig. Und dann möchte ich jetzt bitte einmal ausrüsten, wo war das Teil? Den hier, ne? Den Bluthund Reißzahn. Der ist natürlich jetzt auch ein bisschen langsamer. Okay. Ach, den muss ich beidhändig tragen, ne? Sonst macht's keinen Sinn. Nicht mit dem Blocken? Okay, das sieht nett aus. Na, probieren wir das mal. Ich dachte gerade, der hat gezappelt. So, du komm mal her hier. Ah, ich kann damit eine Art blocken. Das geht. Okay, das ist nett. Es blockt natürlich jetzt nicht den kompletten Schaden, aber es hilft auf alle Fälle in einer gewissen Form.
Okay, und so eine Sprungattacke, die macht Schaden. Damit kann man die Köder einfach wegsmashen. Hat auf alle Fälle Style. Muss man schon zugeben. So, jetzt legen wir uns nochmal mit euch an. So, wenn einer weg ist, sind die anderen, denke ich, wesentlich leichter zu handeln. Wenn zwei weg sind, ist der dritte wahrscheinlich nur noch ein Kinderspiel. Ja. So, und jetzt will ich den Riesen aber sterben sehen. Na, hier ist noch einer. Das ist auch wie eine Art Dodge, ne? Scheiße. Ich lass mich von dem Köter verarschen. Sag mal. Manchmal. Gut nachdenken. Aber wir locken ihn trotzdem ein bisschen aufs offenere Feld. Komm mal noch ein Stück zurück. Oh, da hat er mich erwischt. Ja, der Finishing Move macht auch ein bisschen Schaden, definitiv. Kann man nicht meckern. Okay, da haben wir uns jetzt noch ein paar Runen abgeholt, sind wieder gut am Start. Und ich würde sagen, hier hören wir jetzt aber erstmal auf. Die Folge ist lang genug. Wir sehen uns in der nächsten Folge und machen direkt hier an der Stelle weiter, denn wir wollen ja noch erkunden, was hier unten noch so abgeht. Bevor wir dann irgendwann mal vielleicht da oben weitermachen. Aber zumindest mal noch einmal hier so diese Ecke hier unten ganz grob abgrasen. Das wäre schon nochmal eine spannende Sache. Ja, ich weiß nicht so recht. Irgendwann werden wir schon noch weiterkommen. Also bis dahin. Tschüss.